Guck mal, ich finde das schon interessant. Ja, sowas mag ich doch gern. Da muss man auch nicht mal nach sonst wohin fahren. Man hat es auch hier vor der Haustür, vor der eigenen. Sag mal, kannst du dein Buch jetzt wieder nehmen? Oder ist das schlecht? Also ich hab jetzt ein... Mir eins... Du hast ein neues gekauft. Ist mir auch eine Marke. Ja, Mama, weil ich den alten Reiseführer von Kanada Western wegschmeißen will. Ja, nur die Schlepperei, dann hättest du den anderen ja nicht mitnehmen müssen. Ich hab doch eingepackt. Hier ist schon immer... Einkaufszettel. Ja, Mama, deswegen habe ich dir gesagt, installiere ich dir mal eine App, nein, da kannst du es reinschreiben, dann hört die Sucherei Sven, auf. Sven, ich will es aber nicht da reinschreiben. Doch, nein, dann hört die Sucherei ein für alle Mal auf. Sven, hörst du auf damit, mich hier zu bewohnen? Es ist eine Empfehlung, Mama. Ich weiß ja gar nicht, warum das ich einen Einkaufszettel habe, aber ich habe da ja diese Hausnummer auf. Ach so. Ah. Von dem Ding, von dem, oder was ja, du da... Ja, habe ich nicht eingepackt, offensichtlich. Na super, meine, aber ich hätte. Ich weiß es nicht. Nee, hast du es nicht mitgenommen. Es tut mir aber doch ziemlich bitter. Oh, ein Holländer. Guck mal hier, der moderne Bus. Hier, der sieht doch schick aus. Ach, hier vorne ist ja noch eine Tasche. Ach, hast du auch der Schöpfe. Ja. So. 2, 6. 2 oder 6 war das. 2, 6. Hier ist die 6, da hinten. Da hinten ist nichts mehr. Den gibt es ja nicht mehr, weil hier ist ja ein Wohnhaus. Ja. Es ist ja, wie es ist. Ja, dann gibt es den definitiv nicht mehr. Nee. Das hat ein bisschen schön, ja. Aber ich habe das Internet gesehen. Ja, das ist nicht mehr. Oder vielleicht da in dem Innenhof? Ja, weil dann ohne jede Hinweise. Glaubst du nicht, ne? Ich habe mir nur der Hand so einen komischen Namen gesehen, habe ich mir so nicht gemerkt. Weil ich dachte, naja, das ist ja übersichtlich hier, das wird man ja finden. So, wer schreibt? Du. Wo bist du? Ja, weil ich nicht wusste, wo du bist. Ach, hier. So heißt das. Schnabulerei. Da, geöffnet. Wieso denn jetzt? Doch kein Lebensmittelladen. Oder? Vielleicht ist das was anderes. Dann müssen wir hier nochmal gucken.